Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich bin hier gerade ein wenig am Scheren der einzelnen Schafe für die Wolle, für den guten Herrn Steinmetz, dass der auch mal ein bisschen schön weichen Boden hat. Und ich habe hier auch mal ein Schaf rot gefärbt, weil wir wollten ja prinzipiell rote Wolle. Und da dachte ich mir, hey, da verwendest du nur einen einzelnen Farbstoff und dann ist das ganz gut. Dann kannst du das Schaf immer wieder mal scheren. So, dann. Hier drinnen brauchen wir definitiv auch ein wenig Licht im weiteren Verlauf. So, ach, es hat gefressen. Das ist auch ausgezeichnet. Dann gib mir gleich mal deine Wolle und du mir genauso. Denn schwarz und rot, das ist immer ganz nett. Kann man ja so brauchen, ne? Gut, so. Müssen wir bald wieder schlafen. Judy, wo hab ich denn... Nee, warte mal. Der Herr Dorfälteste. Den, wann habe ich den zuletzt gesehen? Das ist auch schon wieder eine ganze Zeit lang her, ne? Tja, ach, guck mal. So, das fällt hier. Früher oder später wird das dann auch einmal weichen. Jetzt habe ich nasse Füße bekommen, vielen Dank auch. Um dort gegebenenfalls ein weiteres Gebäude herzusetzen. So, jetzt, warte. Tag. Warum treibe ich mich hier um? Das werden wir gleich alles in Erfahrung bringen. In Kürze. Ihr könnt gespannt sein. Glück auf. Der Herr Zeron, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin deinem Aufruf gefolgt, deiner Flapsi. Ja, du hast sie bekommen, das ist sehr gut. Ja, es war nicht so einfach, die Koordinaten rauszufinden, weil die hat ganz stark lispelt, die Flapsi. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich so wirklich bin, muss ich ehrlich sagen. Ja, habe ich gerade eben, da habe ich so vor mich hin sinniert und habe gesagt, das ist hier neu gedungen, aber am Rand des Dreiemenlandes, ungefähr 3 Tagesreisen oder so vom Dreiemenland entfernt. So weit? Also es gehört eigentlich nicht direkt zum Dreiemenland so wirklich. Weißt du, ich bin noch mit Zordern mal gereist, ganz, ganz weit. Und dann sind wir mit der Pegasus geflogen. Ja. Und wenn du also hier in westliche Richtung gehst, da findest du dann irgendwo die Pegasus. Ah, okay. Und das Schloss Hammerson ist da und auch unser Fort, was wir hier in Neugedung gebaut haben. Also ungefähr 3 bis 4 Tagesreisen in westliche Richtung. Okay, dann war ich ja gar nicht so weit weg von der Zivilisation. Aber was machst du denn? Was machst du denn hier? Was baust du denn hier? Das erzähle ich dir. Bist du müde? Ein bisschen. Also ich bin, wie schon gesagt, 3, 4 Tage unterwegs. Dann komm mal mit. Ich habe da ein gemütliches Bett. Da liegt ja schon einer. Ja. Ach Mensch. Bist du jetzt hier unter die Dörfler gegangen? Oder was ist mit dir los? Was ist mit deinem Lordregenten-Dasein? Ja, notgedrungen. Das erzähle ich dir erst am morgigen Tage. Das ist der Punkt, den Ingolinde mir beschrieben hat. Das passt ja. Ingolinde war hier? Er hat ja die Flapsi gekriegt und danach hat er dann den Wegpunkt beschrieben. Ah, okay. Das ist alles ganz dubios, lass uns nochmal morgen drüber reden. Das ist ganz komisch. Da rennt ein Zombie bei dir im Ort rum, glaube ich. Oh nein! Oh doch. Warte, mein Schmerz. Mein Schmerz vor allen Dingen. Hey, mach mal doch nicht die Tür von der Nase zu. Es kann aber auch sein, dass der unterirdisch ist. Ach so, okay. Ist er. Ach nein, der ist da drin. Hier ist hier drin. Hier ist er. Da. Verscherge. Ist das ein Dorfbewohner-Zombie? Nee, ne? Nee. Normaler. Keine Panik, ist nur ein normaler Zombie in deiner Hütte. Passiert. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Ja. Also ich bin... Erzähl. Lass uns mich mal hinsetzen, erzähl mal. Ja, genau. Also ich bin aufgebrochen von den Nebellanden. Und dann unterwegs habe ich dann mein Bett ausgepackt, habe mich in einer kleinen Erdhöhle versteckt, habe dort geschlafen und als ich am nächsten Tag rauskam, bin ich dort hinten jenseits des Flusses, bin ich dann rausgekommen. Alles sah plötzlich anders aus und dann war hier dieses Dorf und dann habe ich hier die Bewohner gefragt, aber die haben mich erstmal alle total kritisch angeguckt und sagten, nee, nicht der schon wieder, geh weg. Und was, die kann nicht? Ja, anscheinend sie mich, aber ich die nicht. Ja. Hä? Ja, und der Dorfälteste, der dann auch gesagt, nee, warst du schon mal hier, hast hier alles eingemauert, bist wieder abgehauen, jetzt kommst du wieder, was willst du denn jetzt? Das ist ja dubios. Wo ist denn der Dorfälteste? Vielleicht können wir mal mit dem reden. Ja, genau. Finden also, ist immer so die Sache. Ich bin wahrscheinlich der Dorfälteste jetzt, wo ich hier bin. Ich wohne hier ja nicht. So, ist er hier? Hier okay. Da ist er nicht. Nee.
Hier sind ja schon überall Schilder. Also du warst ja anscheinend schon echt tätig, ne? Ja, ich habe, also um Informationen zu bekommen, musste ich hier Aufgaben erledigen, die mir der Dorfälteste gegeben hat. Ach so, da hinten ist er, oder? Ja, das ist der Dorfälteste. Hallo, Herr Dorfältester. Hallo, Herr Dorfältester. Ohne ich darf Namen. Vorstellen, der werte Bürgermeister Zeron. Beste Grüße aus dem 3M-Land und aus Hunsgrab. Die sind ja nicht so nett, ne? Also die sind ja ein bisschen verstimmt, so habe ich den Eindruck. Ja, also, ich werde berichten. Er ist der Meinung, es wurde ein Gesandter gesandt, der dieses Dorf einmauert und sich wieder verzieht. Und dieser Gesandte sollte wohl ich mal gewesen sein. Ah, okay, mir dämmert da, glaube ich, was. Ingo hat sich nämlich ganz komisch verhalten. Der geht mir seit Tagen aus dem Weg und jetzt hat er irgendeinen Mitarbeiter von sich geschickt, obwohl ich wusste gar nicht, dass der Mitarbeiter überhaupt hat. Okay. Und dieser Mitarbeiter hat mir dann die Koordinaten gegeben, die habe ich also nicht direkt von Ingo gekriegt. Und mir dämmert da was, Shadow. Jetzt kommt's. Ich habe damals, wo das losging mit dem Plünderern hier überall in den Landen, ne? Ja. Da habe ich mal zu Ingo gesagt, hier zieh mal los, Ingo. Und guck mal, ob du irgendwelche entlegenen Dörfer findest, wo Plünderer eventuell auch in der Nähe sind. Und dann schützt die mal und macht da mal irgendwas, dass die nicht angegriffen werden können. Und der Ingo ist ja ein Meister der Verkleidung. Deshalb die Mauer. Jetzt verstehe ich. Ich glaube, der hat auch ein Kostüm von dir. Was, er hat sich als Lottegen verkleidet? Das hatte, ja, damals, wo du in Hunsgrab warst und die Stadt, Stadtrechte verteilt hast, ja. Da ist er mal hin und her geschlichen. Das haben wir natürlich nicht bemerkt, weil er geheimnisvoller Geheimagent ist. Ja. Und ich schätze mal, da hat er dieses Kostüm gebaut und vielleicht hat er das genutzt, als er hier die Mauer gebaut hat. Das würde natürlich einiges erklären. Vor allem zaghafte Zurückhaltung möchte ich es mal nicht nennen, was die Dorfbewohner ja anfangs hatten. Also jetzt sind sie schon ein bisschen freundlicher gesonnen, ja? Ja, ja, also ich habe hier, ich kann dir erst mal zeigen, was ich bis jetzt gemacht hatte. Zeig her eure Kleider. Also so. Zu Beginn, hier stand, ein Grundgerüst eines Hauses, möchte ich es mal nennen. Ja. Weiß nicht, ob sich Ingo Linde dann hier sesshaft machen wollte. Vielleicht wollte er hier irgendwie eine kleine Basis bauen, das macht er eigentlich immer so, ja. Ach, quasi als Vorposten dann? Ja, naja, um hier das Dorf einzumauern, ne? Ach so, ja, das macht natürlich Sinn. Ja, und das habe ich dann als allgemeinen Kornspeicher einfach mal verwendet. Das ist jetzt quasi sozusagen das Haus des Bauern. Ja. Und ich habe gedacht, Sekunde, jetzt muss ich selber mal kurz auf das Schild mitgucken. Steht bestimmt drauf. Genau, Bauer Horst Strohball für Körner und Meer. Horst oder Wurst Strohball? Horst. war natürlich im ersten Moment mal nicht richtig, weil von den Dorfbewohnern kannte keiner einen Horst Strohball. War natürlich schon mal falsch. Erstmal nur so angenommen, ne? Ja, genau. Ja. Dann bin ich nach drüben gegangen und habe mir gedacht, gut, wenn es kein Stroh sein soll, dann eventuell vielleicht eine Rinderzucht. Ja, hast also alles getan, um die Dorfbewohner so ein bisschen glücklich zu machen. Aber die kommen ja hier gar nicht hin, ne? Nee, momentan noch nicht. Also die scheuen sich auch ein bisschen davor rauszugehen. Ja, na, die mögen ja ihren alten Dorfkern wahrscheinlich sehr. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe dir doch mal diese Glocken geschickt. Ja. Diese Dinger. Hast du die noch? Oder sind die im Nebel dann gelandet? Ich glaube, zwei Stück müsste ich noch haben. Ja, komm, ich habe hier noch welche. Ich habe dir mal die Hälfte von meinen Glocken nimm die mal. Danke. Das ist eine ganze Menge, aber du wirst sehen, umso größer das hier wird. Willst du eigentlich noch hier bleiben oder siehst du deinen Auftrag sozusagen als erledigt? Weil die sind immer noch ganz schön unzufrieden. Also. Richtig, also mein momentaner Auftrag ist es, den Steinmetz zu errichten. Ja. Du darfst nicht nur Arbeitsplätze für die schaffen. Du musst denen auch Freizeitaktivitäten geben. Lass dir das vom alten Bürgermeister gesagt sein. Ich habe schon ein Gasthaus gebaut. Das ist gut. Das ist immer gut. Da können wir ja mal hingehen. Ja. Hab da, glaube ich, leider noch keinen Koch eingestellt. Also zu essen gibt es da leider noch nicht allzu viel. Da musst du einen Räucherofen aufstellen. Ah nee, dann ja doch einen Räucherofen. Das stimmt. Ein Räucherofen in der Gastwirtschaft, das ist die beste Idee. Ja, das ist gut. Und dann hast du nämlich auch gleich jemanden, der da Fleisch verkauft und so. Ja, genau. Ach, guck, hier ist der Dorfälteste gleich mal zum Mittagstisch. Ja, natürlich in der Kneipe. wo soll er auch sonst sein? Dabei habe ich extra einen Stammtisch für den Dorfältesten hier gemacht. Für Angler, Arbeiter und weitere Märchenprinzen. Ja, aber er mag den Platz hier auch sehr gerne. Er hat da alles im Blick. Ja, durchaus. Hat da kann auch zur Theke, obwohl es hier eigentlich auch sehr schön ist. Sehr schön. Ach, schön hast du es gemacht hier. Schöne kleine Dorfschenke. Ja, alles für Informationen. Kann man jetzt seine Klamotten dranhängen? Hat der eben irgendwer geschossen? Nee, das ist der Bogner, der wohnt nebenan. Bogner hast du auch schon? Ja. Du
bildest du also auch gleich auf, dass, aus, dass die Stadt hier verteidigen, das Dorf hier verteidigen können. Ja, ich habe jetzt von den Dorfbewohnern noch keine Infos bekommen, dass hier irgendwie was Schlechtes wäre, außer meine Anwesenheit quasi. Aber wo du gesagt hast, hier Dörfer vor Plünderern zu beschützen, und wenn Ingolinde sagt, hier war ein Plünderer, deshalb hat er das eingemauert, dann macht das schon Sinn. Ja, genau, genau. Der hat das erstmal eingemauert. Der ist immer etwas übereifrig, ne? Er kann das ja nicht einfach einmauern und dann abhauen. Ja. Weil so kommen die Dorfbewohner überhaupt nicht mehr raus. Die sind ja eingesperrt sozusagen. Ist ja klar, dass die sauer sind. Ja. Nun, je mehr ich für die Dorfbewohner dann gemacht habe, desto mehr Informationen haben die mir dann quasi, also der Dorfälteste mir dann gegeben. Mhm. Und dann irgendwann habe ich halt rausgefunden, beziehungsweise hat er mir dann erzählt, derjenige, also ich nenne ihn jetzt einfach Ingolinde oder sein Mitarbeiter, einer von beiden. Wahrscheinlich war es Ingo selber, weil der hat gar keine richtige, das ist so ein Praktikant, der hat gar keine richtigen Mitarbeiter. Ach so. Ich muss da mal näher nachhaken, ob sich diese Geheimdienstorganisation schon vergrößert hat. Also irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Ja. Aber naja, ist ein anderes Thema. Richtig. Der hatte dieses Dorf umzäunt genannt und hatte das nur ein bisschen auseinandergeschrieben, damit es umzäunt heißt. Ah ja, siehst du, ne? Da hat er nämlich umzäunt und dann, damit war der Auftrag für ihn erledigt, sozusagen. Richtig. Und jetzt bin ich mit dem Dorfältesten erst am Reden gewesen, weil er meinte, wenn ich fleißig bin, dann darf ich auch hier bleiben. Ja. Aber er hätte halt dann gerne einen richtigen Namen für das Dorf. Ja, natürlich, ein Name ist immer wichtig. Also Namen sind ja nicht nur Schall und Rauch, sondern die sind auch sehr wichtig, gerade für so ein Dorfbevölkerung, um sich zu identifizieren. Richtig. Ich habe dir auch was mitgebracht, das ist vielleicht gar nicht schon mal ein erster Schritt. Ich habe dir nämlich mal sozusagen als freundschaftliches Banner das Banner des Drei-Elben-Landes mitgebracht. Oh, dankeschön. Damit die gleich wissen, okay, der steht im Bunde mit dem Drei-Elben-Land, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, sie gehören dazu. Und natürlich auch als sozusagen Stadt-Dorf-Freundschaft oder Städte-Freundschaft hier die Fahne von Hunsgrab. Ah, die kannst du ja auch kopieren, weißt ja, ne? An so einem Karton. Am Webstuhl da, ja. Ja, Webstuhl. Ja, müsste. Ich glaube, das geht jetzt am Webstuhl. Muss mal ausprobieren. Oder an der Werkbank geht es, glaube ich, auch. Guck mal, der ist schon ganz neugierig. Der will die mal sehen. Jo, gut. Nee, die kann ich nicht einfach so rausholen. Am Schluss fällt die auf den Boden und ist dreckig. Freunde des 3M-Landes, und es tut uns sehr leid, falls hier etwas passiert sein sollte, was euch eingeschränkt hat in eurer... Naja, gut. So sind die immer. So sind die immer, ja. Ja, gut. Ja, hier im Osten, ne, sind die Menschen so. Also von uns ist sie östlich. Also, ne, sozusagen. Also ich muss immer nach Westen, untergehende Sonne dann. Ja, ja, genau. Immer nach Westen. Und dann müsst, aber es kann natürlich auch sein, dass du dran vorbeirennst, ne? Na, ich hoffe doch nicht. Ich werde dir nochmal die genauen Koordinaten übermitteln mit der Flapsi. Mhm. Das ist gut. Und von Neugedung ist gar kein Problem. Steigst in die Pegasus und dann schwupps, fliegt der los und schwupps, bist im Dreiemland. Ja, das klingt wunderbar. Ja. Und ich habe auch ewig weites Meer davor. Da dachte ich mir vielleicht, ja, also... Da wäre ein Hafen nicht schlecht, oder? Richtig. Auf dem schönen blauen Wasser. Also hier nochmal unter Kollegen sozusagen. Mit diesen Glocken, da kannst du die ziemlich faszinieren und die werden dir nicht ewig weit wegrennen. Wenn die hier einen Beruf haben, wenn die hier einen Marktplatz haben, hier mit der Glocke. Mhm. Es gibt übrigens noch einen Trick, was man mit der Glocke machen kann, um die so ein bisschen noch mehr zufriedenzustellen. Das ist schon ganz toll hier, aber da kommen sie ja nicht dran. Weil das ist auch gleichzeitig eine Alarmglocke. Wenn ich die jetzt läute, dann rennen die alle in ihre Hütten. Pass mal auf. Oh. Nee, da fängt es an zu regnen. Ja, jetzt rennen sie sowieso in die Hütten, weil es regnet. Aber das ist eine Alarmglocke und wenn die angegriffen werden, dann läuten sie die auch. Ah, okay. Aber da kommt natürlich kein Mensch von denen dran. Ja, das ist so richtig. So lange Arme haben sie nicht. Ja. Jetzt regnet das. Regnet hier oft in der Gegend? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist dann doch dieser Zauberbrunnen, wo die... Ich wollte den Brunnen ja eigentlich versetzen. Da haben die gesagt, nee, Blasphemie, lass den Brunnen, das ist ein Zauberbrunnen. Ach, ist ein Zauberbrunnen? Ja, haben die gesagt. Aber ich habe mich nicht getraut, da reinzuspringen. Ist auch kein Süppelhuhn drin. Das außerdem. Süppelhühner findet man in Höhlen, ne? Das weißt du. Nee, wusste ich nicht. Wenn du in eine Höhle gehst und findest da einen Huhn, ganz weit unten in der Höhle, dann ist es ein Süppelhuhn. Und dann kannst du es in den magischen Brunnen werfen und dann kannst du damit durch die Zeit reisen. Ah, ja, das ist ja interessant. Wenn die Dorfbewohner sagen, das ist so ein magischer Brunnen, da soll es ja einige von geben auf dieser Welt, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ah. Dann springst du rein und sagst, magischer Brunnen, vollbringe dein Werk und schicke mich durch die Zeit. Und wenn du wieder auftauchst oder unten rauskommst oder oben rauskommst, dann ist Zeit vergangen.
Ah, das werde ich mal aber bei... Aber die sind sehr unzuverlässig. Okay, das werde ich dann mal testen. Manchmal vergeht wenig Zeit, manchmal vergeht aber auch ganz schön viel Zeit. Hm. Ja, so ist das. Jo. Ja, du als Bürgermeister, ich war ja bis jetzt immer mit meiner Nebelfeste eher so der alleinige Herrscher über alles und nichts quasi. Ja. Ich habe eigentlich für relativ wenig Ahnung, wie ich so eine Horde Menschen verwalte. Das ist auch nicht, ja, das ist auch schwer, stimmt. Also, ich denke, wie schon gesagt, ich würde auf jeden Fall, wenn sie sich vermehren sollen, würde ich denen einen Brotbrunnen bauen. Das mache ich immer so. Ein Brotbrunnen, okay. Dafür brauche ich einen Spender, Trittplatten und so eine Glocke. Dann kann ich das demonstrieren. Okay, sollten wir hinbekommen. Also kein Werfer, ein Spender, ne? So ein, ja. Muss ich mal gucken, ob ich die Materialien für da habe. Ich habe nämlich gar nichts mit, ich bin gerade auf Reisen. Ach, ich habe noch was für dich, das gebe ich dir später. Ah, okay. Oh. Hier regnet es ja auch. In deiner Bude regnet es ja auch. Nee, das ist die Bude vom Steinmetz. Ah ja. Ah, der Steinmetz. Ja, ein sehr wichtiger Mann im Ort. Auf jeden Fall. Wenn du den allen Berufen gibst, dann sind die auch glücklich. Und dann noch so ein bisschen Freizeitmöglichkeiten. Also mehr als eine Schenke, ne? Ist zwar auch ganz nett, aber dann sitzen die jeden Abend nur in der Schenke und trinken. Dann hast du irgendwann eine Dorfbevölkerung, die du nicht haben willst. Ja, das ist richtig. Aber eins nach dem anderen, das habe ich auch dem Herrn Dorfältesten gesagt, wo er eins immer mehr auf einmal wollte. Ja. So, ein Spender. Genau, wunderbar. Das reicht. Und Trittplatten? Trittplatten, die habe ich... Können aus Holz sein, können aus Stein sein. So. Das ist ganz, wie du es magst. Wie viele brauchst du da? Eine? Vier. Vier. Also es kommt immer auf an, wie viel du spenden willst. Ach so. Dann spende ich mal alles. Okay, pass auf. Und dann suchen wir uns jetzt mal einen schönen Ort hier in deinem Ort. Also wir haben ja einmal das Dorfzentrum hier, ne? Mhm. Ich guck mal auf die Map. Okay, das ist der Ort. Da würde ich doch sagen, machen wir da hinten in der Ecke. Ganz hinten in der Ecke. Da ganz auf der anderen Seite. Ich folge unauffällig. Erstmal so ein Ding hinsetzen. Also ganz hier hinten. Fast so bei dir. Ah, hier sollen sie ja nicht rumspringen, ne? Aber hier zum Beispiel könnte man sowas hinmachen. Mhm. Kannst du ihn auch noch umsetzen, wenn es nicht passt. Du machst ganz einfach, setzt den so unter dich, ne? Dann sieht der so aus. Ja. Dann setzt du da eine, jetzt musst du so eine Glocke draufsetzen. Ich hab dir die alle gegeben. So eine Glocke. Genau. Und dann packst du einfach hier Trittplatten rum. Mhm. Und dann packst, oh, das war falsch, dann packst du in den Brunnen, also sozusagen in den Spender, packst du Brot rein. Okay, Brot habe ich gerade nicht, da müsste ich dann zum Strohballen. Ja, also ne, kannst du dann ja irgendwann mal machen oder baust du vielleicht auch noch, eh noch um oder so, nur erstmal als Demonstration. Ja. Und dann kommen die Dorfbewohner, sammeln sich da drum und treten ab und zu auf diese Trittplatten. Mhm. Dann kommt da Brot raus und dann versorgen die sich sozusagen selbst. Und du musst nur ab und zu mal hingehen und gucken, ob noch Brot da ist. Ah. Die sind ja einfach zufriedenzustellen. Ja, das ist so eine Erfindung aus Hunsgrab, die ich, irgendwann habe ich das dann so gebaut. Ich finde, das sieht auch ganz schick aus, so mit der Glocke und dem Spender darunter. Ja. Man könnte diesen Apparat Brot und Spiele nennen. Brot und Spiele, genau, in eins. Und dann holen die sich da Brot und wenn du meinst, die nehmen sich zu viel weg, kannst du auch nur eine Trittplatte machen, mhm. Weil die treten da durch Zufall drauf. Die sind ja, müssen wir unter uns, die sind ja ziemlich dämlich auch manchmal, ne? Ja, Bildung wird hier noch falsch geschrieben. Ja, genau, auf jeden Fall falsch geschrieben. Ja, und dann freuen die sich, wenn sie Brot kriegen. Und dann, wenn sie Brot kriegen, werden sie auch ein bisschen scharf. Und dann gibt es bald kleine Dorfbewohner. Da gibt es kleine Schafe. Ja. Ja, super. Also ich muss ja mal sagen, ganz schön Sauwetter hier bei dir. Ja, durchaus, aber ich habe so im Gefühl, dass es am nächsten Tag wieder schön ist. Ja, aber die Tage sind so lang. Naja, der ist ja fast rum. Okay, dann zeig noch mal her, was du noch so gemacht hast. Also wir haben ja bis jetzt die meiste Zeit nur gequatscht. Genau, also wir waren ja kurz vorm Kuhbauern. Genau. Oh, Katzi, eine schwarze mit roten Augen. Der Kuhbauer. Genau. Rinderzuchthaus Kunibert und Emma Ochsenfell. Ja, wunderbar. Oh, hier ist besser. Ja, hier ist wenigstens trocken. Hier ist trocken, ja. Warte mal, ich will mal kurz was machen. Wahrscheinlich zu spät, aber ich will mal ganz kurz... Moment.
Optionen. Wo ist denn hier Musik und Geräusche? Ich mach mal die Welt ein bisschen leiser. So. Dann hört man dich nämlich besser. Ah, okay. Ja. Manchmal muss man die Welt auch etwas leiser drehen. Ich habe mir jetzt Ohrenpropfen reingemacht, sozusagen. Wachs in die Ohren gesteckt. So, kleines Schlafzimmer. Ja. Ach, schön. Hier mit Blümchen und so. Kann man denn schon schlafen? Nee, noch nicht. Dauert noch einen Moment. Nee, das dauert. Oh, ich dachte, da steht einer im Schrank. Nee. Also im Schrank und unterm Bett ist noch safe. Ja, okay, alles klar. Ach, schön. Genau, außen die kleine Kuhweide. Ja. Und auf der rechten Seite gibt es dann quasi noch so den kleinen Verwertekeller, nenne ich ihn mal. Der Verwertekeller? Ist aber nichts drinne. Doch da, Leder und ein Schwert. Oh, das ist ja noch ganz blutig, wahrscheinlich noch vom Schlachten der Rinder. Ja, also die Zucht musste ein wenig eingedämmt werden, das waren viel zu viele. Aber du kommst recht hier, ne? Also so langsam, hier wird es ja hier richtig mit großer Kuhweide und... Ja, so nach und nach wird das. Die siedeln sich ja an. Ich bin da echt beeindruckt. Dafür, dass du sonst eigentlich nur Lordregent bist und die Leute eigentlich immer nur unterdrückst regierst, machst du das echt gut hier. Fast wie ein richtiger Bürgermeister. Ja, ich habe mir halt gedacht, gut, er möchte das, wie würde ich das machen? Ich würde da das einfach in meine Bergfeste reinbauen, hat aber so leider nicht funktioniert, deshalb musste ich das irgendwie anders hinkriegen. Aber schöne Berge hast du ja auch in der Gegend. Oh, guck mal, es wird langsam dunkel. Ja, richtig, ich wollte gerade sagen, auf meine Uhr ist es kurz vor Schlafen. Ja. Können wir hier irgendwo pennen? Ja, ich habe hier im Doppelbett von dem guten schön. Menschen. Herrlich. Oh, der Tag ging aber schnell rum heute bei dir. Ja. Also hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Weil in Hunsrapp ist es manchmal sehr, dauert es sehr lange, bis man schlafen kann. Also das ist manchmal echt extrem. Da habt ihr wahrscheinlich mehr Sommer, ne? Das sind die Tage länger. Darf ich denn den anderen drei Elbenländern von deinem neuen Zuhause berichten? Durchaus, das darfst du. Dann würde ich das nämlich eventuell in den Hunsgraber Fanfare beziehungsweise in die Hunsgraber Boten schreiben. Dann wissen die alle Bescheid. Ja, durchaus. Du musst ja nicht unbedingt gleich die Koordinaten angeben, oder? Nee, aber ich so... Ich meine, wenn dich einer besucht, da freust du dich ja. Sind ja alles nette Kerle. Richtig. Also Zordan ist momentan wieder auf abenteuerlichen Reisen irgendwo in der Ferne. Ja, aber wie siehst du von dem Barbar gehört? Schon gerne mal vorbei. Ja, gerne doch. So. Was haben wir sonst noch? Hier, das hier ist ein sogenannter Brotbrunnen. Ah ja, den haben wir in Hunsgrab auch. Und dann hier, Mario, mach mal der Poet. Ich habe die absolute schwere Vermutung, dass das nochmal der Werteherr Ingo Linde war. Aha. Denn ich habe das Gebäude gebaut und dann ist er verschwunden. Ah, kann sein. Der kann sich sehr gut verkleiden. Ja. Also wie schon gesagt, ich muss dieser Sache mal nachgehen. Das nimmt langsam den Überhand mit dem guten Ingo. Und dann muss ich echt mal gucken. Das geht ja so nicht. Mario, mach mal der Poet. Zu viele Freiheiten genossen, der gute Mensch. Mhm. So, was war hier? Mit den neuen Werkbänken und so, da weißt du ja auch schon ganz gut Bescheid jetzt, ne? Ja, also das ein oder andere haben die Dorfbewohner hier zugesteckt. Ja. Was man denn so von fernen Weiten hört, wie man das dort so macht. Und ich soll mir mal einen Kopf machen, wie wir das hier hinkriegen. Ja, so mit der Sägebank und sowas und mit den ganzen anderen Bänken, die es so gibt. Genau. Hier ist dann die Weberei. Warte, ich komme. Das ist genau wie ein Hunsgrab. Alles so kleine Gebäude, die einfach umgebaut wurden erstmal. Die wurden nicht umgebaut, also die sind, die habe ich neu hergesetzt. Ah, ja. Schöner Teppich, schön schwarz. Ja, weil der Dorfälteste hat gesagt, sie brauchen mehr Lebensraum, aber sie würden gerne den Stil des alten Kerns beibehalten. Ah, ja. Das ist auch richtig. Ich bin auch immer sehr dafür, dass man den Charme des Alten erhält. Und dann sozusagen mit neuen Elementen ergänzt. Genau. Das Einzige, was vom alten Stil abweicht, ist das Gasthaus zur See hier. Ja. Ach so, ist ja zur See. Stimmt, da hinten ist ja Meer. Stimmt, ja. Genau. Du hast ja alles. Du hast hier Meer, du hast da hinten Berge, wunderschöne übrigens. Genau, mittlerweile sind die auch bewachsen, denn es ist so, früher hieß das Dorf wohl mal Karl Hügelstedt. Mhm. Und der alte Name, der ist fast unaussprechlich. Ja. Galu Draktar hieß das wohl in der alten Sprache. Zeit. Und die Neugedungen sind die manchmal komisch, die Menschen, ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist ja gar nicht Karl hier. Und er hat gesagt, naja, es hat sich über die Generation halt so entwickelt.
Ja. Und dann haben wir uns entschieden, ja gut, dann gibt es halt einen neuen Namen dafür, aber umzäunt hätte ich das gerne auch nicht genannt. Ja, nee, umzäunt ist nicht schön. Nee. Hast du denn jetzt schon einen neuen Namen für den Ort? Nun, ich hatte mir Gedanken gemacht, weil wir sind ja direkt am großen, weiten Meer, ne? Ja. Es soll sich ja irgendwie mit dem Meer dann verbinden und es ist ja auch echt schön hier. Das sieht mir aber eher aus wie ein See. Naja, also das direkt da vorne, ja, bis zur Sandbank und danach kommen endlose Weiten. Ah ja, okay. Hast du also schon ein bisschen weiter erkundet? Ich habe hier nur die nähere Umgebung so im Blick sozusagen. Also ich habe mit meinem Fernglas mal geguckt und ich sehe kein Land. Ja, das stimmt. Dann muss es Meer sein. Und du siehst nur das blaue Funkeln vom Meer mit den Wellen und wenn die Sonne drauf scheint und mehr nicht. Ja, auch schon sehe ich, Seegras wächst da ja auch. Ja. Hast du das angepflanzt oder war das da schon? Das war da schon. Oh, schön. Dann bist du ja wirklich in ziemlich neuen Gebieten sogar. Ja, durchaus. Bist du schon auf Plünderer gestoßen? Nee, das nicht. Ach, Gott sei Dank. Das ganz üble Gesellen. Sei bloß vorsichtig. Und vor allen Dingen, wenn du so einen tötest, dann komm bloß nicht in dein Dorf, weil die verfluchen dich und Eis und Käse. Ah, okay. Na, da werde ich mich mal von denen fernhalten. Dann hast du so einen Fluch. Und wenn du dann zurück ins Dorf kommst, dann greifen die dich hier Welle für Welle an und versuchen, deine Dorfbewohner zu töten und so. Nee, das ist eher ungünstig. Jetzt, wo ja, ich. Du bist ja kein Bürgermeister. Das ist natürlich kein Dilemma, natürlich nicht. Weil Bürgermeister wäre natürlich gewählt oder man schleicht sich da einfach so ein wie ich. Aber was hältst du davon, wenn du so eine Art Vogt bist hier sozusagen? Ein Vogt? Aber wenn du Vogt wärst, dann müsste es ja auch wieder jemanden geben, der hier herrscht über das Gebiet. Und den gibt es ja nicht. Das ist ja sozusagen freie Lande hier, ne? So ungefähr. Ich weiß auch nicht, wie weit die Nebellande weg sind, ob mein Titel dann anerkannt werden kann. Das kann ich auch nicht sagen. Ja. Aber du kannst ja nicht gleichzeitig der Herrscher und der Vogt sein. Das geht durchaus. Ja, dann würde ich erstmal so weitermachen. Ich würde erstmal so weiter mit den Dorfbewohnern hier, denen, dass sie alles ein bisschen schick machen und so, ein bisschen besseren Ruf bekommen. Ich kann ja nochmal mit dem Dorfältesten reden und die ganze Geschichte erzählen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil. Dann lade ich den Zorn so ein bisschen mehr auf mich. Und dann bist du ein bisschen besser raus. Wo ist denn der jetzt? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, wo war da? Im Gasthaus. Schenke. Natürlich. Wo da sonst? Da wird wahrscheinlich immer noch sein, oder? Stammtisch begutachten. Nee. Doch umtriebiger, als wir dachten. Wahrscheinlich ist er jetzt am Marktplatz, an der Glocke. Nee. Der ist ein Angler. Oh, vielleicht ist er in dem Haus der vielen Betten, sag ich mal. Ah ja. In dem nicht im Bettenlager sozusagen. Ja, so ungefähr. Wo ist der? Ist er da hinten? Nee. Oh, hier steht dein Pferd, ja. Mit Diamantenrüstung sogar. Ja, denn in den drei Kisten, die da vorne standen, da war einiges an Material drin. Oh. Ja, da ist Ingo selbst schuld, wenn er hier irgendwelche Sachen zurücklässt, dann behalt die ruhig. Das ist richtig. Ne? Ah, da ist er ja. Wenn Zeug nicht achtet. Hast du gefunden? Ja, der beobachtet hier gerade die Baustelle des Steinmetzes. Okay, warte, ich komme zu dir. Moment, der Herr Zerung kommt. Sekunde, einmal stehen bleiben. Vielen Dank. So ist das höflich. Nee, hallo. Hier hinten kommt er. Es ist alles die Schuld des Dreiemlandes so ein bisschen mit, das hier mit der Mauer. Ich habe die kleinen Dörfer der Umgebung schützen wollen und habe meinen Agenten losgescheucht. Ja, Agenten. Und der sollte die schützen. Er hat das aber falsch verstanden und hat. Nein, so war es nicht gemeint. Also, der hat dann die Mauer gebaut, sozusagen zum Schutz vor den Plünderern, die sich hier überall rumtreiben. Also ist es sozusagen auch ein Stück weit meine Schuld und nicht auf gar keinen Fall die Schuld vom. Oh, der ist aber ganz schön sauer. Der ist ganz schön sauer. Und auf keinen Fall die Schuld vom Lordregenten. Nein, hier vom Shadow. Nein. Nee. Also wir sehen uns da in der Verantwortung. Hundskrab sieht sich in der Verantwortung und wir werden das wieder gut machen. Wir werden das auf jeden Fall wieder gut machen und Shadow dürft ihr auf jeden Fall nicht mehr so behandeln. Also der hat da gar nichts mehr zu tun. Der Ingo Linde hat, also mein Agent hat sich als Shadow verkleidet. Der ist ein sehr guter. Ich habe es ihm erzählt. Du warst mein Zeuge. Ja, durchaus. Geht aber doch lieber weg. Das war wahrscheinlich also ein bisschen viel für ihn jetzt. Ja, das muss er wahrscheinlich erstmal verarbeiten. Ja. Ich hab dir noch was mitgebracht. Oh, jetzt kommt's. Ich hab dir einen echten Dreiemlandbaum mitgebracht. Eine Birke. Das ist aber kein normaler Birkensetzling, das ist ein echter Dreiemlandbaum. Und den kannst du ja, wenn du Lust hast, hier irgendwo so als Baum der Freundschaft sozusagen pflanzen. Das klingt gut. Ja? Da fällt mir auch schon was dazu ein. Ja. Ja, es wurde sich ein großer Marktplatz gewünscht und dann als Zentrum des Marktplatzes. Da den Baum aufstellen. Mhm.
Ja, ich habe hier, haben wir in Hundsgrab auf dem ersten Marktplatz auch stehen. Da Ah. steht ja auch ein Dreiemlandbaum. Das ist guter Zufall, möchte ich nennen. Guter Zufall, ja, Ja. genau. Ja, das machen wir eigentlich so, dass wir dann immer den neuen Orten und so einen Baum vorbeibringen. Dann fühlen sie sich auch ein bisschen zum Dreiemland zugehörig. Ja, Vielleicht durchaus. haben sie auch Lust, irgendeine Shuttleball-Mannschaft aufzumachen oder so. Dann können sie auch an Shuttleball-Turnieren teilnehmen und so. Wird ein bisschen schwer mit der Reiserei. Ja, Da solltest du durchaus. vielleicht mal gucken, ob du irgendeine Schiffsverbindung oder sowas machen kannst. Ja, da muss ich erstmal auskundschaften, ob das bis zu dir oder nach Hundsgrab Befahrbar ist. genau. Wenn nicht, Luftlinie geht natürlich auch, aber die Pegasus hier irgendwo zu parken, wird nicht ganz einfach. Ja, durchaus. Das wird noch einige Zeit dauern, denke ich mal. Aber lass dir Zeit. Komm erst mal an, Junge. Und schön, dass du auf jeden Fall hier sozusagen jetzt fast in der Nachbarschaft wohnst. Ja, also es hat mich auch etwas gewundert, wo da auf einmal so eine Flapsi ankam. Ja. Ja, war ich erstmal ein bisschen baff, aber zum einen Ja, freut sonst es mussten wir mich. mal wochenlang reisen, bis wir in die Nebellande gekommen sind. Und dann über das Gebirge, die Schrofffelsen oder wie die heißen. Und dann, das war ja ganz schön übel. Da muss Und ich mal jetzt gucken. ist besser. Das durchaus, aber ich muss mal gucken, ob ich noch zurück in die Nebellande komme. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch mal ausprobieren. Und wenn nicht, wenn du Unterstützung brauchst, ich stehe dir da gern beiseite. Also wenn du noch mal in die Nebellande zurück willst irgendwann, dann helfe ich dir da gerne, vielleicht einen Weg dahin zu finden. Das klingt gut. Großer Huster, den schneide ich hinterher raus. Kleiner Huster, den schneide ich hinterher raus. Genau. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, also, gut, das macht sich doch alles sehr gut hier. Hier kann man auch aufs Dach steigen sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute gläubig sind hier. In den Dreiemland glauben sie an Mojang und an Spawn. Das sind so, also Mojang ist der Gott, der alles geschaffen hat. Und Spawn ist so der Gott der Wiedergeburt. Ja. Ne? Das sind so die beiden Hauptgötter sozusagen. Über den Glauben habe ich mit den Menschen hier noch nicht geredet. Ja. Wir haben ja auch keine Kirche hier, ne? Also das Dorf hatte keine Kirche, oder? Nee, hatte nicht. Dann sind das vielleicht, wie sagt man, Atheisten? Ja, das auch. Ja. Ja, naja, gut. Kann ja jeder glauben, was er will, ne? Bei mir kann auch, ja, genau, kann jeder glauben, aber ist schon ein Vorteil, wenn man so gerade spawnt, wenn man den irgendeinen kleinen Tempel widmet oder so, oder irgendeine Stele oder sowas, das ist schon nicht schlecht. Ja, das glaube ich. Wenn man mal stirbt, ist man auf der sicheren Seite, wenn man vorher immer gut zu spawnen gewesen ist. Da fällt mir ein, der Spawn-Tempel in Hundsgrab, der bedarf auch wahrscheinlich mal einer Erneuerung. Der ist nämlich nicht sehr groß. Das stimmt durchaus. Also ich erinnere mich noch damals, als ich in Hundsgrab war, er sah gut aus und gepflegt. Mal eine ganz andere Frage. Du gehörst ja zum Rat der Drei. Ja. Und diese Aufgabe, willst du die in Zukunft dann überhaupt noch weiter ausführen? Ich meine, jetzt wohnst du ja eigentlich näher dran. Richtig. Da hatte ich mir, also als ich die Flapsi bekam, hatte ich da auch Ja. schon mal dran gedacht. Und auch die, naja, wie sagt man? Ich habe die Möglichkeit mit in Betracht gezogen, nie mehr in die Nebellande zu kommen, was ich dann mache. Das heißt, Ja. ich würde ja mich dann hier sozusagen häuslich und auch ländlich niederlassen. Ja. Was bedeutet, ich würde ja bestimmt, wenn ich meinen Titel nicht behalte, irgendeine Art von Titel oder Vormundschaft für dieses Dorf hier bekommen. Ja, mit Sicherheit, klar. Was bedeutet, ich werde nicht mehr im Rat der Drei. Weil ich ja dann Ach so, weil du dann theoretisch, selbst stimmberechtigt wärst. genau, Aber noch hast du ja keinen Titel. sofern das als, wie sagt man, offizielles Dorf von Hundsgrab natürlich anerkannt wird, ne? Du wärst ja dann wahrscheinlich auch hier so eine Art Freiherr oder sowas in der Art, weil das ja nicht zum Dreiemland direkt gehört. Richtig. Das müssen wir nochmal besprechen im Rat. Also da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Aber bis jetzt sehe ich eigentlich keinen Grund, warum du nicht im Rat der Drei noch abstimmen solltest. Genau, also dieses Amt werde ich natürlich so lange wahrnehmen, wie ich darf und Ja, kann. also vorerst, also für die Wahl, die jetzt vor der Haustür steht, auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie sich alles so entwickelt. Ne? Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Richtig. Ja. Mensch, das ist ja schön, dass du hier so in der Nähe wohnst. Also ich würde dir schon raten, dann irgendwann diese Mauer zu entfernen, weil die ist noch ein großes Ärgernis natürlich. Ne? Ja, Weil gerade durchaus. die Leute hier in Neugedungen, die ja sehr ohne Führung leben, sage ich mal, die lieben natürlich ihre Freiheit über alles. Und ja,
Die sind da ein bisschen wilder als die Leute im Dreiemland, die schon lieber dieses Beschützende von Stadtmauern und sowas haben. Ja, das verstehe ich durchaus. Ja, und die werden ja auch nicht alle wegrennen, glaube ich nicht. Vielleicht nur ein paar. Naja, solange sie Hab und Gut da lassen. Ja, und wenn sie Arbeit haben, dann kommen doch immer hier wieder zurück. Gehe ich schon mal von aus. Richtig, aber gegen Plünderer würde ich trotzdem irgendwie. Ja, weiß da nicht. Musst du was machen. Ja. Da musst du echt was machen. Weil es kann auch immer sein, dass einfach mal so ein paar Plünderer hier durchziehen, ne? Das wäre ungünstig. Da bräuchte ich schon hier Leute von der Eisernen Armee, ne? Ja, ja, die Eisernen Kerle. Hast du da schon welche? Nee, ich habe zumindest noch keinen gesehen. Aha. Vielleicht verstecken sie die auch im Keller. Ich rede mal mit dem Hauptmann in Hunsgrab. Vielleicht schickt er dir welche vorbei. Oder vielleicht redet der mal mit der Hauptverwaltungsstelle. Keine Ahnung, wo die ist. Und dann lassen die welche vorbeikommen. Das kriegen wir bestimmt hin. Genau, das wäre quasi das Praktischste, dass ich auch keine Angst haben müsste, wenn da mal einer kommt. Ja, oder wenn du mal auf Reisen bist oder so, dass das Dorf dann ganz alleine ist. Ne? Genau. Aber hast du mir jetzt eigentlich schon den Namen für den Ort gesagt? Ja, da war ich sehr viel mit mir selbst und den Dorfbewohnern ein bisschen am Hadern. Ja. Aber so als Meeresdorf, weil Karlhügelstedt passt überhaupt nicht mehr. Nee. Ist das, ist ja alles schön geworden. Gewaldet. Und wo ich auf der Sandbank stand und so in die Ferne geguckt habe, ja, und das Blau so gesehen habe, habe ich mir gedacht, die Saphirbucht wäre doch ein passender Name hierfür. Ach ja, Saphirblau, ja, klar, na klar. Oh, das ist schön, Saphirbucht ist doch schön. Also die Saphirbucht wäre dann der Name für den Landstrich, ne? Ja, genau. Aber noch nicht der Name für den Ort. Hm. Dann wäre es ja eher Saphirkirchen oder was weiß ich, oder Saphirburg oder Saphirhausen. Das Saphirbucht finde ich für die Bucht schon mal wunderschön. Auch da hinten mit diesen wunderschönen Felsen da oder Bergen im Hintergrund, da passt das. Und das Wasser und ja, das passt sehr gut. Tja, da muss ich mich mit dem kompletten Dorf mal vielleicht in einer Art Gemeindesitzung zusammensetzen und abstimmen lassen. Das ist irgendwie so ein Gemeinschaftssaal, so ein Dorfgemeinschaftshaus. Richtig. Dorfgemeinschaftshaus, genau, wo sich die ganze Gemeinschaft trifft und dann sowas berät. Genau, und dann einmal abstimmt, welchen Namen das man denn dann für das Dorf an sich nehmen sollte. Ja, genau. Das finde ich eine gute Idee. Weil du als Hauptbürgermeister von einer Stadt. Ja. Ich weiß nicht, hast du so Kartografie, also kannst du Gebiete benennen dann? Ja, schon. Ich müsste mit meinen Kartografen reden, dass die eventuell das Gebiet dann so benennen, ja. Das ist, also, ne, ich habe da mir auch noch nie so riesen, also Kartografie ist nicht gerade mein Steckenpferd, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, dass man sagt, alles klar, hier das Gebiet der Saphirbucht. Genau. Dorf wissen wir noch nicht. Dorf, ja, so ähnlich, ne, jo. Genau. Genau, das könnte man machen, klar. Also die Bucht würde ich schon Saphirbucht nennen. Und wenn du hier noch eine Zeit lang bist, dann wird das Dorf ja auch langsam so um die Bucht rumwachsen. Mhm. Was schön ist, du hast ja echt viel Platz, Shadow. Du hast ja echt viel Platz, um was zu bauen. Ja. Du musst ja auch hier um nicht viel Sachen Gedanken machen. Einzig eingerahmt so ein bisschen von den Bergen und von den Flüssen hier um den Ort rum. Was du noch machen könntest, du könntest diese Flüsse, die um den Ort rumliegen, das ist ja fast wie eine Insel, hier der kleine Standpunkt von dem Ort. Du hast jetzt keine Karte dabei, du siehst das nicht, aber ich habe das hier gerade. Der Fluss geht ja fast so ganz rum. Da könnte man natürlich schön auch so eine Art natürliche Grenze ziehen, einfach zum Dorfkern. Das stimmt durchaus, wenn der Fluss, ich bin den noch nie abgelaufen. Ich glaube, diese Plünderer kommen auch über Flüsse rüber, die sind nämlich ganz schön geschickt. Ja, aber dann könnte man die Mauer bis zum Fluss hinaus machen. Genau, genau. Und dann wäre es nicht so eingeengt, weil so haben sie die Mauer direkt vor der Haustür. Ja. Und wenn man die Mauer auf der anderen Seite vom Fluss machen würde, wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Das stimmt durchaus. Ja. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was vorpflanzen, dass man die nicht gleich so sieht, also von innen, ne? Ja. Hier so hohes Gras oder so. Oder mal ein Baum. Oder mal ein Baum. Weil, wie schon gesagt, in diesem Landstrich, was ich so gehört habe, sind die Leute sehr, sehr freiheitsliebend. Ja, dann werde ich demnächst mal damit beginnen, diese Mauer einzureißen. Ja, guter Plan. Ja, Mensch, du, werter Lordregent, wollte ich sagen. Es ist so, ich muss dann aber auch schon wieder aufbrechen. Okay. Weil ist die Wahlen stehen vor der Tür. Oh, Moment. Konnte ich dir denn helfen schon irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also, die sehen ja alle ganz zufrieden aus jetzt so, ne? Die sammeln sich da alle schön um die Glocke rum. Ja. Du hast mir auf jeden Fall geholfen. Erstens, ich weiß jetzt, wo ich bin.
Genau. Zweitens, ich hoffe, der Dorfälteste kann mir morgen so ein bisschen was erzählen, ob die Wogen jetzt geglättet sind. Ja, du kannst mich ja ruhig noch ein bisschen als Boomer dastehen lassen, da habe ich ja kein Problem mit. Ich bin ja Kritik gewohnt. Ja, und auf jeden Fall werde ich dich weiter auf dem Laufenden halten, wie sich das hier entwickelt. Ja, genau. Einfach eine Flapsi schicken. Genau. Oder einfach mal eine Woche reisen. Ja, genau. Dann kannst du persönlich vorbeikommen. Und dann besuche ich mal wieder Hundsgrab. Genau. Ach, der Dorfälteste. Wollen Sie sich auch vom Bürgermeister verabschieden, ja? Das ist aber nett. Ja, wink, winke. Ja, 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 genau. Du kannst mich nicht leiden, doch. Ja, viel Spaß noch mit eurem neuen Freund hier. Er wird alles tun, damit es euch gut geht. Ja, ich gebe mir Mühe. Dafür verbürge ich mich mit meinem schlechten Namen, den ich hier habe. Also bis jetzt habe ich immer nur Gutes gehört. Naja, dann geht's ja. Dann geht's ja. Gut, Shadow. Willst du noch irgendwas mit auf Reisen nehmen, was zu essen oder ich so? Essen habe ich dabei. Ein Bett wäre nicht schlecht. Ein Bett, das muss ich dir anfertigen. Ja. So entfernen wir den ersten Stein zur Freiheit. Lass mich erst rein. Jetzt. Nö, ich lasse das offen als Zeichen der Freiheit. Es geht los. Oh. Es geht los, ein Zeichen der Freiheit. Das ist ja unglaublich. Ich lass mal hier, ich habe noch extra zwei Lampen mit. Zack, Zeichen der Freiheit. Ach, so. Eine Bognerin. Wie schön. Und ein schönes rotes Kleid. Besonders unauffällig bei der Jagd. Jetzt habe ich den Herrn Lordregenten verloren. Ich bin beim Steinmetz und fertige ein schönes weißes Bett für dich. Oh, schön. Das kann ich mir dann umfärben. Ach, da bist du. Ich trage übrigens heute meine Krone. Ist dir aufgefallen? Ich habe extra zur Feier des Tages mal meine Krone wieder rausgekramt. Also ich persönlich habe dich noch nie ohne Krone gesehen. Ich habe nur Gerüchte davon gehört, dass du die auch mal ablegst. Die letzten Tage auf der Baustelle habe ich immer so einen Helm aufgehabt. Ah, okay. Wegen Sicherheit geht vor und so. Das stimmt durchaus. Gut, lieber Shadow, willkommen am Rande des Nirgendwos in der Nähe des Dreiebenlandes. Jetzt weißt du, wo du bist, jetzt weißt du, wo du hin musst und wo du Freunde findest, nämlich bei uns im Dreiebenland auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Und ich werde jetzt aus dem neuen Ausgang hier rausgehen, aus der geöffneten Mauer und dir zuwinken. Leb wohl. Also. Lebe wohl und bis bald. Bis bald, bis bald. Ich komme, glaube ich, heute nicht mehr so weit. Ich glaube, ich komme nicht mehr so weit. Da geht er nun dahin, der gute Bürgermeister Opa Zeron. Und ich werde mich jetzt noch ins Bett verkrümmen. Da liegt schon einer. Ja, ich werde mich jetzt noch ins Bett verkrümmen und dann machen wir morgen frisch, fromm, fröhlich weiter, kräftig ran ans Werk und dann sage ich gute Nacht.